Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Plays XD. Hallo. Dem Leon und dem Tiger Farm als LU. Hallo. Hallo. So. Wir hatten noch ein paar Schwierigkeiten, aber die sind jetzt behoben. Und dann würde ich sagen. Ja. Apropos Schwierigkeiten, das ist bei allen Fahrzeugen so. Nein, das ist doof. Tiger Farm kann leider keine Motoren mehr starten. Das ist nicht gut. Also ja. Nicht von alleine. Da muss schon jemand helfen dazu. Ey, hast du automatisch einen Motorstart an? Nee, das ist ja nicht an. Du könntest aber anmachen, dann wird es vielleicht gehen. Oder ist das dann Servereinstellung? Das ist komplett Servereinstellung. Ja, dann mach das doch an. Ja, guck mal, ich habe das jetzt angemacht. Da steht jetzt auf dem Bildschirm die ganze Zeit Fahrzeug betanken. Nein. Nee, und wenn ich dann raus und wieder reingehe, dann startet er nicht mehr. Also hilft nicht. Also einmal den Motor stoppen, bitte. Von welchem? Der hier läuft. Der läuft nicht. Bei mir läuft der. Steigen Sie mal aus. Was soll ich denn jetzt machen? Ach genau, ich weiß, was ich machen wollte. Bei mir läuft er nicht. Jetzt habe ich ihn ausgemacht. Steig mal aus. Jetzt ist er an. Okay. Ah ja. Gut. Ich müsste noch was mit dem LU besprechen. Eine Karte ist hier auch. Nee. Nee. Okay. Würden Sie dann den Platz frei? Ich bin ja vom Herrn Ricardo immer noch das Feld zu bearbeiten. Ich kann gerne runter. Ich schieb sie, Ricardo. Nee, ich mach das nicht. So. Tiger Farm, Sie stellen gerade die Sämaschine zurück zu meinem Hof. Ja. Okay, dann würde ich sie gerne als Abfahrer nutzen. Und zwar die Sojabohnen. Sojabohnen, ja. Nach Agri LB. Jo, das. Ja. Noch was? Und anschließend könnten sie Bäume fällen und entasten. Okay. Bei meinem Sägewerksgrundstück. Jo. Okay, supi, danke. Ciao. Jo, ciao. So, gut. Guten Tag. Guten Tag, dann sind die Aufgaben geklärt. Ist das so? Ja, oh, meine Aufgaben schon. Uiui, ist das schon ein Riesenberg hier? Was ist denn hier drin? Frontlader, Hecklader, so. Kostet 0 Euro, ja, so gut. So, Motor starten. Ach da. Ich dachte schon, Sie haben ja jetzt auch Probleme mit dem Motor starten. Nee, ich hab grad nur mein Gewicht gesucht. Das ist halt echt praktisch in so einem MB-Truck. Kann einfach einen Heckler da hinten dran machen. Ja, wenn man das braucht. Ja, wenn man vorne ein Gewicht dran haben will, braucht man das schon. Ja, aber wieso ein Heckler da hinten? Also warum kein Frontlader und hinten das Gewicht? Weil hinten das Gewicht doof aussieht. Okay, reine Ästhetik. Das ist rein aus Schönheitsgründen. Klopf, klopf. Jawohl. Ja, bitte. Wo denn so ja wohnen? Agri LB. Aha. Agri, was ist das? Ach da. Sollte der Preis am höchsten sein. Wenn das bei Ihnen verkaufen oder was? Ja, bitte. Ja, was denn? Verkaufen. Aus meinem Silo. Ach, ah, ja, ich. Ja. Standen ich stand auf. Okay.
dann läuft gleich wieder Wasser. Oh, jetzt ist schon mein... Bis später. Bis später, danke. So. So, Fahrtrichtung wechseln, dann kann ich nämlich erstmal hier. So, danke. So, ich muss mal gerade noch was anderes gucken, was wir gleich noch dem LU beauftragen können. Will er direkt schon nächstes Mal hier den armen LU ausbelasten hier. So, nicht wundern, ich habe beim Lohnunternehmen immer noch Lohnunternehmerstatus, damit ich mein Gras abkippen Bieten kann. Kann. Dass ich mein Gras abkippen kann. Ja. Moment, ich könnte hier mal ein bisschen sauber machen. Wie geht's eigentlich Ihren Schafen? Ja, meinen Schafen geht's eigentlich ganz gut. Wir haben hier ihren Luxus. Ich habe nur immer noch 8. Ja, ich habe gehört, dass die sich beschwert haben. Wieso habe ich mich denn beschwert? Nicht sie, die Schafe. Wir haben gesagt, bei ihnen ist zu wenig Gras. Sagen Sie mal, mein Gras ist immer voll. Da ist nie leer, ja? Da das können die sich... Glaube ich nicht. Die haben sich beschwert. Das glauben sie nicht. Das glauben sie mir nicht. Also so wie die immer blöken. Die schreien die ganze Zeit nach Futter. Ja. Wahrscheinlich sind das ihre Schafe, ne? Nee, meine sind wohl genährt und produzieren fleißig Wolle. Ja. Bestimmt sind die unter Druck gesetzt und machen das nur aus Zwang. Nee, das machen die freiwillig. Ja. Wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, siehst du, da ist doch schon das erste Problem. Du hoffst es. Es muss so sein. Es muss. So, wieder die Fahrtrichtung wechseln. Aber mal was anderes. Wann wollen Sie denn endlich mal ein Ziel erreichen? ich habe geplant, keine Ahnung. Nächste Woche? Nein. Nächste Woche bin ich... warte mal. Nächste Woche sind sie wieder da. Ja, wenn man jetzt von der Aufnahmezeit guckt, bin ich nächste Woche weg. Aber wenn man von den Folgen, oder eher gesagt da, wo die Folge rauskommt, dann bin ich morgen nächste Woche da. Ach man, das ist alles so kompliziert. Ich hab keinen Plan, ich hab wirklich überhaupt keinen Plan. Obwohl, einen Plan habe ich mir schon, aber den verrate ich natürlich nicht. Na schade. Ja, ich hoffe, dass ich vielleicht nächste Woche das zweite Ziel erreiche. Sind Sie nicht sicher? Nein. Ich muss eigentlich mal gucken, was eigentlich die Ziele sind, nochmal wann. So ein Zettel. Nee, das dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Wobei. Halt doch, dauert noch ein bisschen. So. Gut. Schon wieder? Okay. Verwirrt gewesen. So. Vermutlich wird dieses RP-Projekt erst Roleplay, genau. Erst starten, wenn die Challenge vorbei ist, vermutlich. Oder am 1. Mai. Müssen wir mal gucken. Wo ist denn der? Wo ist denn Leon? Leon wird mir gar nicht auf der Karte angezeigt. Jetzt bei 21. Ja. Ja, gerade eben war der einfach weg.
bei mir. Ja, das passiert manchmal, wenn man am Feldrand ist, am Kartenrand. Klopf, klopf. Ja, bitte. Ich würde ihn dafür 100 Euro abbrechen. Okay. Jupp, schicke ich ihn gleich. Ja. Ja, okay. Machen Sie den nächsten Auftrag schon, ich schicke Ihnen sofort das Geld. Okay. Wie lange noch? 9 Stunden. 8. Okay. Bis später. Bis später. Warte mal kurz. Ich gehe mal kurz zum Lohnunternehmer. Ich habe nämlich einen Plan. Ein Nein. Nice. So, dafür können wir auch locker 200 Flocken locker machen. Gerade 36.000 für das bisschen Abfahren gekriegt. Die werden jetzt noch schön meine Bäume fällen. Und dann werde ich da mal ordentlich noch Stämme verkaufen in den nächsten Folgen. Dass wir da ein bisschen Geld rankriegen. Mal gucken, wie wir etwa verdichtet haben. Ja, dann bin ich wieder. Ach nö, war gerade so schön leise. Hallo? Ich dachte, leise ist immer blöd. Wenn man dann so allein ist und so. Ja, da haben sie schon recht. Ist schon in Ordnung. Etwas man Behalten. Muss schon immer jemanden haben, den man will. Und mit dem man sich auch versteht. Ja. Das ist dann, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Wenn man sich nämlich mit dem versteht, das wäre schon ein bisschen gut. Ja, sonst wird man nicht so Projekte zusammen machen, denke ich. Genau. Ja. Oh, ein kleiner Leck. So. Dann. 70%. Hier vor mir fährt ein Traktor. Nein. Das ist der Leon. Ich dachte, der arbeitet bei ihm. Ja. Ich habe ihm aber einen anderen Auftrag gegeben. Ah. Tja, da schauen Sie, ne? Ist mir eigentlich relativ. Man muss immer an seinen eigenen Zielen festhalten. Das ist Ihnen egal, was ich mache. Solange Sie am Ende verlieren, passt das. Sehr schön. Aber mal kurz zurück zur letzten Folge. Von gestern. Was war denn immer die letzte Folge? Wie viel Geld haben Sie jetzt insgesamt gewonnen gehabt? 50, glaube ich, ja? 50.000. 40.000 haben wir bekommen. Oder haben wir 50.000 bekommen? Ich glaube 50 für die 50.000 und dann 10.000 nochmal. Ich meine schon. Also ich meine, dass es 60.000 waren. Okay. Ach, ich habe doch keinen Plan. Ja, es müsste aber hinkommen. Haben wir eigentlich noch automatisches Ballen auswerfen drin? Ja. Ja? Da wird mir nicht angezeigt. Sollte noch drin sein damit. Na, vielleicht ist es bei mir automatisch aktiviert. Ah, ja, ist bei mir automatisch aktiviert. Okay, alles gut. So, das Festfahren, das dauert irgendwie ein bisschen. Obwohl wir 10 Räder haben. So, 10%. Ich muss sagen, es kommt relativ viel Silage bei meiner Fläche hier rum. Ja. Das Festfahren, das nervt ein bisschen. Die fahren sich fest. Ist aber nicht so voll. Hey, was war das denn gerade?
wenn ich zu so bestimmten Stellen auf dem Boden gucke und dann zum Rauch gucke, dann wird der einfach, also zum Auspuff. Ja. Dann kommt da einfach blauer Qualm raus. Ja, das ist schon lange so. Das ist unter Volllast. Nee, aber wenn ich jetzt mal so normal gucke, dann ist es ganz normal grau. Okay. Und wenn ich dann so wieder an den Boden gucke, an so manchen Stellen, dann wird's blau. No plan. Okay, gut. Das sieht ja schon mal perfekt aus. Das ist aber nicht gut. Doch. Nee, nee. So, warte mal, dann können wir hier, glaube ich. Aha. Lass mich raten. Wir haben 400.000 Grad. Woher wissen Sie Liter? Das? Ich habe geraten. Stimmt nicht ganz. Das? Nee? Hm. Oh, jetzt wird sich Tiger Farm vielleicht gleich beschweren. Bestimmt sind das 405.000. Vielleicht auch nur 401.000. Ich werde es Ihnen trotzdem nicht verraten. Oder 400.001. Okay, ich weiß übrigens gar nicht, weshalb bei mir hier immer eine 1 angezeigt wird hinter meinem Namen. Weil eigentlich habe ich nur... Ja, du kannst die 1 auch einfach wegmachen, ne? Es steht, glaube ich, nie im Ding drin. Im Profil, wenn ich mich anmelde. Normalerweise kannst du die ändern. Ja, aber ich glaube, du musst die in den Settings ändern. Ah. Ich glaube, ich weiß es aber nicht. Aber ich meine schon. Ich meine, es war in den Settings. Leute, passt auf, ich komme hier angeschossen. Wie eine Rakete. Ja, so ungefähr. Oh, apropos Rakete, es erinnert mich an so eine HÜ, die wir letztens geschrieben haben. Da hatte ich eine 1 minus drin. Und mir hat ein halber Punkt bis zur vollen Punktzahl gefehlt. Das war so schrecklich. Das ist ärgerlich, ja. Ja, das ist wirklich mies. Und vor allem war das miese, das waren so Fragen, die man beantworten musste, richtig und falsch. Und da hatte ich bei so dieser Frage, war ich mir nicht sicher, da hatte ich dann falsch angekreuzt. Und da war ich mir wirklich nicht sicher und hab so gedacht, scheiße, das ist bestimmt doch richtig, ne? Ja, hab ich das doch nochmal durchgeführt. Ja, bitte. Hallo. Ende? Ja. Bitte die Abrechnung. Ja, also einmal 100 für den Herrn Varuna. Okay. Kommt nochmal. Wie viel für mich, Leon? Leon, was hast du jetzt gemacht? Gras gemäht. Und ein Feld noch gesät, zu Ende. Zu Ende gesät, genau. Ich guck mal eben auf meinen schlauen Zettel. Ja. Nicht lange gesät, oder? Nein. 5 Minuten ja. Waren vielleicht nur noch. Ja, das Feld 1 und. Nee, das Feld 16 hatte ich aber schnell fertig bekommen. Weil ich nur ein kleines Stück noch vor mich. Naja. Es ist schwierig. Herr Varuna, ist es für Sie okay, wenn das Sehen kostenlos ist? Weil das nur so kurz war? Ich kann Ihnen auch gerne ein bisschen aufgeben. Ist jetzt kein Problem. Komm, ich gebe Ihnen einfach 500 für das Sehen und dann rechnen Sie einfach für das Man einfach auch noch dazu. Okay, dann machen wir einfach 500 für beides. Okay, also 1000 von Antwortskosten oder? 100. Ja, also 1100. So, so.
Bitteschön und Dankeschön. Dankeschön. Gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Wie immer. Oder alles. ja, wie immer. Alles. Völlig geschlafen gerade eben. Ah nee, bin ein bisschen müde, es ist zu verzeigen. So, Herr Tigerfarm, wo sind Sie denn? Ich bin gerade bei der Schafweide von. Okay, Sie kriegen das nächste Mal noch eine Einweisung, wie man Bäume fällt. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.